So habe ich mir die Halloween-Challenge nicht vorgestellt. Ich sehe bestimmt schon schlimm genug aus. Ja, hast du recht. Seit wann ist denn jetzt irgendwie nichts auf schwarz? Ja, geht mir nicht. Fällt nur jetzt, ich hatte ja eben gefragt, welche Farbe deine Tastatur hat. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spielmann-Kanal und herzlich willkommen zu 24 Stunden nur eine Halloween-Farbe tragen. Und welche Halloween-Farben gibt es so? Es gibt eigentlich orange, schwarz. Ja, das war es eigentlich auch schon, oder? Ja, ne? Also kann man ja auch hier an unserer Scheibe sehen, wir haben hier eingerichtet. Schwarz, orange, ja. Das war es eigentlich schon. Du hast schon was Schwarzes an, dann brauchen wir... Ja, dann würde ich sagen, dann nehme ich auch schwarz. Passt gut. Wie wär's, wenn wir zu unserem Schrank gehen und mal gucken, ob wir was Orangenes für mich finden? Ja, das ist eine gute Idee. Kann ich mir doch von Claudio was ausleihen, oder? Also, ich kann es dir nicht empfehlen, Kleidung von ihm auszuleihen, weil das kann eigentlich nichts Aussehendes sein. Aber wir gucken. Ja, so, dann gucken wir mal. Da sind wir. Ich sag, ich glaube, wir ist haben das da wirklich... Orange? Nee, also gut, ne? Ich sehe da nur eine Sache, die wirklich orange ist, nämlich das hier. Das ist ganz klar orange. Also an deiner Stelle würde ich das nehmen. Nee. Das da unten, die Pommes, die ist natürlich cool, aber die ist gelb. Nee, ich glaube, da müssen wir weiter gucken. Ne? Also ich sehe jetzt gerade hier nichts Orangenes. Wir gucken nochmal hier. So. Claudio ist nicht da, aber wir haben uns gerade mal seinen Schlüssel mitgebaut. Oh, Zutritt verboten. Ja, da werden wir uns natürlich dran halten. So, herzlich willkommen im Müllstudio. Name ist mal wieder Programm, wie man sehen kann. Ja, da wird man doch fündig. Da wird man auf jeden Fall fündig. Claudio hat echt ein Fable mit Orange, ne? Jetzt hier Glumanda, eine Hose. Orange. Oh, wie viele orangene Hosen hatten der, die? Der hat wirklich... Vor allem wie klein ist die? Also, passt die, Claudio? Ja, ich denke mal schon. Claudio wurde in der Kinderabteilung gekauft. Ne? Ja, die kannst du schon mal anziehen. Ja. Was meinst du, ob Claudio was dagegen hat, wenn ich mir das hier so drüber ziehe? Der will nichts dagegen haben. Okay, gut. Wir gucken uns hier nochmal sonst um. Orangene Schweißbänder sind halt aber auch Schweißbänder, ne? Ich weiß nicht, ob die in Benutzung waren. Weg damit. Okay, wie sehe ich aus? Sehr gut. Also 1A. Gut, also, für dich brauchen wir aber was in Schwarz noch, sehe ich gerade. Da ist noch so eine Cappy in Schwarz. Du brauchst auch noch eine schwarze Cappy. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht, ob ich die anziehen will. Doch, tja, so habe ich mir die Halloween-Challenge nicht vorgestellt. Ich sehe bestimmt schon schlimm genug aus. Ja, hast du recht, ja. Da kannst du ruhig auch so eine Cappy aufhaben, oder? Obwohl, da hätte Claudio noch einen schwarzen Hut. Den könntest du auch weiter. Ja, weißt du was? Ich glaube... Das ist jetzt natürlich ein hartes Duell, was schlechter aussieht. Ich glaube aber wirklich, dass der Fischhut besser ist. Ja, weg damit. Der ist ein bisschen zu klein für dich, ne? Dieser. Ja, der ist gut. Der ist gut. Den lassen wir. Gut, was machen wir jetzt in unseren Farben? Ich würde sagen, wir gehen was essen. Mhm, okay. So, wir sind jetzt wieder hier unten. Und ich sehe hier auf jeden Fall schon Sachen in Orange. Tja, das wäre was für mich. Aber dann auch wirklich nur die orangen Sachen essen, ne? Das Schwarze hier, das ist meins. Ne? Ja, genau. Finger weg. Das nehmen wir auch mal direkt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das sind Marshmallows. Schwarze Marshmallows, weiß ich jetzt nicht. Hey Eva. Oh Gott. Hallo. Meine Augen tun weh. Ja, sieht doch aus wie immer. Sehen aus wie immer, genau. Das sieht hervorragend aus. Also, ich meine, du siehst ja immer, wie Paul aussieht bei Klassenzimmer. Ja. Wie gut der aussieht. Ja, du siehst jetzt genauso aus. Oh, das ist doch so eine schöne Vorstellung, oder? Ich kann mich einfach mal im Spiegel angucken, fällt mir gerade ein. Das ist er nicht. Ach ja, da. Ich finde, ich sehe so aus, wie die im Winter laufen gehen. Damit die unterwegs gesehen mit werden. Mit Reflektoren, so, aber da brauchst du noch so Reflektoren, die man so um das Handgelenk schlagen also, kann. So joggen, damit man mich im Dunkeln sieht. Sieht so aus, oder? Ja, sieht gut aus. Glaub das einfach. Aber wir müssen jetzt was zu essen für dich finden, was orange ist. Wir suchen was zu essen in unseren Farben, Eva. René, den wollte ich jetzt noch weiter essen. Lecker! Ich habe mittlerweile auch was gefunden. Kannst ja auch mal kurz die Kamera nehmen. Oh, dann muss ich den wohl wieder weglegen. Obwohl der so lecker war gerade. Ja. Ich habe ein orangefarbenes Getränk gefunden. Und das ist auch ein bisschen grün, ne? Aber sagen wir, ist okay. Und ich habe hier eine orangefarbene Decke. Ich meine, wir wollten ja eigentlich eine gelbe Decke haben, haben aber aus Versehen eine orangene bestellt. Ja, das haben wir Glück gehabt, weil sonst, ich sehe ja auch ansonsten nicht so viel Orangenes. Kann ich es mir jetzt hier so richtig gemütlich machen. Ja. Genau, weil das muss heute natürlich auch mit reinkommen, nämlich was man überhaupt benutzt oder anfasst oder wo man sich hinsetzt. Ne? Das ist jetzt so eine halbe der Boden des Lava-Challenge. Tja, und schwarz ist irgendwie... Kannst du auf den Kickertisch setzen? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist das Einzige, was hier wirklich schwarz ist. Was ist das denn? Seit wann ist denn jetzt irgendwie nichts auf schwarz? Ja, auf jeden Fall, ich muss sagen, ich glaube, wir hätten es beide schlimmer treffen können. So, ne? Ich glaube, es gibt manche Farben, also wenn jetzt Halloween zum Beispiel eine Violett und Pink Veranstaltung wäre... Dann hätten wir es ja, glaube ich, hier ein bisschen schwieriger. Stimmt, aber die werden jetzt wahrscheinlich... Aber da sagen wir, die Packung reicht schon, dass sie schwarz ist. Ey, guter Tipp. So, die probieren wir jetzt. Die sind halt safe mega scharf, wenn die schwarz sind. Aber alles ist mir lieber, ich verbrenne mir lieber meinen Mund, als nochmal das Ding hier zu essen. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt so ein bisschen das, was wir heute machen.
Und dann sehen wir uns nachher wieder. So, ihr Lieben, René und ich haben uns eben schon vor einer Weile verabschiedet. Ich mache natürlich immer noch alles mit Orange. Ich habe auch immer noch Claudius Mütze auf und die juckt ehrlich gesagt ein bisschen. Ich meine, wenn man drinnen die ganze Zeit so eine kratzige Mütze aufhat. Ich wollte jetzt ein paar Sachen aufnehmen. Ich wollte ein paar Shorts aufnehmen und so. Und habe mich jetzt einfach mal hier so hingesetzt. Und werde mal die Kamera hier hinstellen. Dann habe ich hier mein Handy. Okay, das ist jetzt nicht orange. Wie mache ich das denn dann? Das muss ich dann vielleicht mit der Decke anfassen, damit ich auf jeden Fall nur orange habe. Und dann werde ich jetzt mal hier ein Shorts aufnehmen. So. Hey Claudio, ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich mir für eine Challenge deine orange Schmackung gegeben habe. Ja, ganz schön, die Mütze. Wäre vielleicht ganz cool, wenn du da mal eine andere besorgst für uns. Ich habe jetzt erstmal eine Nachricht für Claudio aufgenommen hier. Ja. Oh, René kommt gerade rein. Hey René. Hallöchen. Kurzer Check. Benutzt du nur orangene Sachen? Ja, ich habe sogar mein Handy mit der Decke berührt. Puh, zum Glück. Ich hoffe auch wirklich, dass jetzt kein Körperteil das Sofa berührt, weil das ist nämlich blau, ne? Nee, genau, das Sofa ist blau, aber ich bin hier komplett eingewickelt in die orangene Decke. Ich muss mal hier hinlegen, hier schwarzer Boden. Ah ja, genau, das ist ja gut. Stimmt, auf diesem Boden, da sind auch mal so orange und schwarze Bereiche, da können wir eigentlich auch ganz gut uns fortbewegen, ne? Ja, das ist auf jeden Fall schwarz. Ja, klar. Ich bin jetzt auch, ich habe ja auch schwarze Schuhe an. Also da kannst du eigentlich nicht lang gehen, tut mir leid. Dann musst du über die Decke gehen. Was hast du so in der Zwischenzeit gemacht? Nix. Ich habe mich oben einfach aufs Sofa gelegt, was zum Glück ja auch schwarz ist oder dunkelgrau. Ja, schwarz. Okay, das geht noch so gerade durch, ja, ne? Ja, sonst habe ich nichts gemacht. Aber ich wollte gleich auf jeden Fall noch Spiel mit mir Absolute Games aufnehmen. Ja. Da muss ich dann ja auch beim Zocken irgendwie gucken, dass ich dann nur schwarz benutze. Aber kriege ich hin. Ist deine Maus schwarz? Ja, natürlich. Ja. Ist die Tastatur schwarz? Ich muss da mal los, ne? Ciao. Vielleicht, Mogul, René, vielleicht muss ich da gleich mal gucken. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob René eine weiße oder eine schwarze Tastatur hat. Ja, ich gehe da gleich mal gucken und kontrolliere ihn mal. Aber erstmal muss ich hier noch mein Video weitermachen. So, ich gehe jetzt mal zu René. Und René hat mich ja auf die Idee gebracht, dass ich hier nur auf diesem orangenen Bereich laufen darf. Mal gucken, ob ich da weit komme. Oder müsste ich bis darüber springen? Okay, ich versuche es mal mit meiner Decke hier. Ja, doch, geschafft. Dann werde ich jetzt mal hochgehen zu René. Ja, Leute, wie ihr sehen könnt, bin ich in meinem Studio. Wir zocken jetzt ein bisschen und spielen Brookhaven. Und dann müssen wir irgendwie auch wieder alles auf schwarz hin, logisch so, ne? Das heißt, hier ist mein Skin. Das heißt, das Erste, was wir machen, ist erstmal irgendwo hingehen, wo es schwarz ist, da vorne. So, da sind wir auch schon gleich. Okay. So, jetzt brauchen wir aber einen schwarzen Skin. So, das ist alles viel zu bunt. Okay, schwarzer Skin. So, ja, ist gut. Okay, aber Haare müssen wir noch anders machen. Sind halt auch nicht schwarz, ne? Dann nehmen wir mal die Haare. Ja, die gefallen mir. Wobei, die sind auch gut. Die sind sehr gut. Tja, also eigentlich müsste man dann... Das sieht so gut aus. Also ich bin sehr zufrieden. So kann ich auf jeden Fall sagen, Challenge komplett bestanden. Hallo. Hallo, René. Also, du kommst genau im richtigen Zeitpunkt. Ne? Guck dir mal meinen Skin an. Ist das ein Träumchen? Schwarzes Outfit, schwarzer Boden, schwarze Frisur. Cool. Vor allem eine Halloween-Frisur. Ja. Also, mehr geht nicht. Ja, mir fällt nur jetzt, ich hatte ja eben gefragt, welche Farbe deine Tastatur hat. Ich habe alles hier mitgemacht. Alles die habe ich gar nicht angerührt. So, ne? Also die ist quasi aus. Also, ja, das ist gut. Ja. Also, hier ist alles safe. Und ich sitze ja hier auch auf einem schwarzen Stuhl, ne? Den Boden habe ich auch gar nicht berührt. Ich bin ja so reingeschwebt. Ich kann ja auf meiner Decke stehen. Ich habe immer noch die Decke. Das ist super praktisch. Kann ich dir auch empfehlen, dir so eine Decke mitzunehmen. Die kannst du dir überall drauflegen und dann kannst du auch wirklich alles machen. Ja, würde ich ja gern, wenn wir eine schwarze Decke hätten. Stuhl noch da in der Ecke. Ja, Stühle habe ich hier genug schwarze, so, ne? Aber ich habe keine schwarze Decke. Die brauchen wir noch. Wir haben irgendwie nur lila Decken und orangene Decken. Ja, weil es kein Schwarz gibt. Aber ja, das habe ich mir einfach mal geklaut, das Orange. Nein, das war vor der Challenge. Sonst hätte ich mir das natürlich jetzt hier nicht angeeignet, aber es gibt halt einfach kein Schwarz, oder? Kannst aber dunkler machen. Gut, ich würde aber sagen, es wird mal wieder Zeug zu essen. Wir haben jetzt mal Videos gedreht. Lass uns mal jetzt Mittag essen. Ist jetzt ja auch schon gleich Mittag. Ich überlege gerade, was könnte ich denn Oranges essen? Ich könnte orangene Paprika, Möhren, Pommes sind doch wohl auch orange, oder? Ah, die sind gelb. Also, da musst du dich schon in so Paprika-Gewürz eintun. Dann sind die vielleicht ja gerade so orange. Was ist denn schwarz? Du könntest... Weißt du, weißt du, was ich mir überlegt habe? Ich bin natürlich Big Brain. Ich hole mir jetzt einfach von Markov nebenan schwarze Nudeln. Kennst du so schwarze Nudeln? Ja, die sind noch... mit was sind die nochmal eingefärbt? Wahrscheinlich so Lebensmittelfarbe oder so. Schwarze Oliven oder so. Kann auch sein. Juckt mich auch nicht. Hauptsache, die sind schwarz. Die hole ich mir jetzt auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall besser als dieser schwarze Marshmallow. Ja.
und ich werde mir auf jeden Fall was Schönes Orangenes organisieren. Ja, genau. Aber ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon genug gemacht ansonsten. Deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt auch gerne in die Kommentare, ob Claudio und Ellie das vielleicht nochmal machen sollen mit anderen Farben. Wobei, Halloween gibt es ja nur zwei Farben. Was wir sonst noch alles so mit unseren Farben machen könnten, könnt ihr auch noch reinschreiben. Ja. Was würdet ihr machen, wenn ihr schwarz oder als orange für einen Tag eure Farbe hättet? Ja, ganz genau. Vielleicht habt ihr da noch ein paar Ideen. Auch das gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau, ciao. Tschüss.